Naja, ist auch egal. So haben wir das jetzt. Also, hier ist wieder diese so eine typische Doppelweichenstruktur. So, da geht es darüber, darüber. Klasse. Und dann geht das also hier zu dem hin. Was haben wir? Da sind wir. Da geht das dann hier raus. Und geht dann darüber. So, wie haben wir das denn hier gemacht mit der Weiche? Ja, das ist ja Einbahnstraße oder Einrichtungszug oder wie das heißt. So, dann geht es also hier rum. Wir kommen mit dem Doppelten da an. Genau, da geht der einmal so rüber, dann geht er einmal so rüber, dann geht er raus. Und die kommen da rum und verschwinden dann hier in diesem. Und diese hier liegen so dicht beieinander, da brauchen wir wirklich nur einen Zug. Brauchen wir aber noch Lokschuppen, also einen hier. Und zum Beispiel dann einen hier. Was jetzt nicht geht. Na, das haben wir aber sehr geschickt gemacht. So. Aber den können wir dann ja zur Not hier hinpacken. So, das ist dann für die Bahn, für die Kohlebahn und das ist für die Eisenbahn im wahrsten Sinne des Wortes, für die Eisenerzbahn da hinten. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das richtig angeschlossen haben. Das ist also die BZA-Linie, oder? Betzdorf-Zirchow, genau. Die gucken wir uns mal an. Die geht also hier so rum. Das scheint alles richtig zu sein. So, und hier. Was ist das? Achso, das war unsere Ölbahn, genau. Und jetzt kommt dann ein Erz. Erzabenweiher und ein Kohleabenweiher. Das sind zwei verschiedene. Also Erzabenweiher, neue Linie. Noch eine neue Linie. Warum habt ihr so hässliche Farben da? So, Erzabenweiher. Abenweiher und Kohleabenweiher. Prima. Jetzt müssen wir erst noch mal für die Erzabenweiher nur aufpassen, dass wir den richtigen nehmen. Also hier ist die Kohle. Für Kohleabenweiher Haltestelle hinzufügen. Einmal hier. Und einmal hier. Für Erzabenweiher Haltestelle hinzufügen, dann einmal hier und einmal hier. Das geht hin und zurück, ist relativ kurz, da brauchen wir auch kein Signal. Hier brauchen wir aber Signale. Und schon hat sich das alles richtig umgestellt. Hier müssen wir gleich noch mal ran. Guck, das sieht doch schick aus hier. So. Dann hier hin. Hier ist dann die Endhaltestelle. Das war jetzt für Kohle am Meier, jetzt für Erz. Achso, da braucht man kein Signal, hatte ich gerade gesagt. Jawohl. So, und jetzt müssen wir noch mal hier gucken. Also, jetzt, das ist ja ein Zug, der kommt von, wo kommt der überhaupt? Der kommt von dem Bahnhof hier. Das
heißt, das ist hier Einbahnstraße. Also, da brauchen wir dann also nur eine. Ja, wo ist sie denn, die Weiche? Hier hinten. Da brauchen wir hier was. Dann brauchen wir hier was. Hier was. Da werden die also angehalten. Hier wird dann der Zug angehalten. Der fährt dann da durch. Und wenn er von da kommt, wird das dann auch da vorne an. Der sollte eigentlich klappen soweit. So, und dann gucken wir noch mal hier. Was ist hier? Hier haben wir ja auch noch so eine Kreuzung. Oder? Nee, hier ging das dann alles problemlos. So, wo war denn die nächste? Das war jetzt hier unten, war das genau. Hier war die komplizierte. Da müssen wir hier anhalten, vor der Weiche. Da müssen wir hier anhalten, vor der Weiche. Da müssen wir zu notieren halten. Hier. Und hier, wenn dann von vorne einer käme, und dann müssen wir den noch mal hier stoppen lassen. So, und jetzt brauchen wir hier noch die ganz normale. Ja, und ich hoffe, dass das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Weiß man ja nie. Man hat es ja letztes Mal gesehen bei dem einen, wo ich dann eins zu viel hatte und oder ja eine zu viel halt und so, jetzt wollen wir hier mal den Kohlezug kaufen erstmal. Wieso bin ich immer da? Hier ist doch unser, hier ist er. So, dann müssen wir hier einen Kohlezug kaufen. Züge kaufen, und zwar ein Kohlezug, das funktioniert mit offenen Güterwagen kaufen. Ja, das ist alles Kohle schon mal, das ist gut. Wo ist denn jetzt mein Lok? Hatte ich keine Lok? Habe ich nicht auf Kaufen gedrückt? Da ist sie. Okay. Linie zuweisen, das ist also die Kohle. Kohle Appenweier. Warten auf freie Wege. Achso, alles klar. So, dann kommt Erzappenweier. Erzappenweier ist hier hinten. Also, dann machen wir das da ganz genau so. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nur müssen wir halt hier dann alles in Eisenerz umwandeln. Achtung, mal nochmal. Nochmal einen dabei. Zu weisen Erzappenweier. Da ist sie. So, und jetzt haben wir dann hier noch Busse zu machen. Haben wir denn hier schon so ein Busdepot irgendwo? Hier ist schon so ein Busdepot, das ist ja klasse. Da können wir nämlich auch LKWs kaufen. Richtig, dann machen wir jetzt also ein Güterappenweier, das ist eine Buslinie oder LKW-Transportlinie, nicht Buslinie. Was erzähle ich denn immer für einen Käse? Also, neue Linie, das ist dann also ein Güterappenweier. Güterappenweier. So, Güterappenweier.
Straßenfahrzeuge. Lebensdauer 30, was ist das überhaupt hier? Saure Tische, das ist ein Bus, ne? Kapazität, ja, Passagiere, Mercedes-Benz O, 15 hat er schon. Kaufen, Obelblitz. Machen wir mal 4 der 3 Linie zu weisen, alle nach Güte Appenweier. So. So, ein bisschen Gas geben hier. Also, da werden bald diese Straßentransporte hier aufhören, denke ich mal. Genau, der lädt also schon hier auf dem Güterbahnhof ab. Das ist schön. Der auch. Jawohl, prima. Da kommt er. So, und dann lande ich hier und wird dann hier werden die Güter dann da abgeladen, sofern dann die LKWs rechtzeitig kommen. Ist denn das eigentlich Güterabenteuer? Da müssen wir noch eine Linie zuweisen und Haltestellen hinzufügen. Ach Mann, so, also Haltestellen hinzufügen. Dann sonst kann das ja auch nicht funktionieren. Dahin und dann war das andere dann auf der anderen Seite des Flusses, ne? Ja, genau. Da machen wir wieder, damit wir das besser sehen können. So was hier hin. Fertig. Aber das interessiert die noch nicht. So, haben wir denn jetzt, sind die noch hier drin oder sind die inzwischen schon rausgefahren? Nein, müssen wir erstmal der Linie zuweisen. Er ging hier gerade noch nicht. So, jetzt wird er natürlich tierisch verkauft. Wo fahrt ihr denn alle hin? Achso, die fahren erstmal da hinten zu der alten Halte, zu der einen Haltestelle. Hier so richtig der Bär los.